Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Kollege Abel, ich bin schon recht erstaunt, mit welchem Fund hier Bündnis 90 Die Grünen aufwarten. In einer Linie mit Innenministern wie Zimmermann, Schily, Schäuble, Antiterrorgesetze, die die Freiheit beschränken, die für mehr Überwachung sind. Ich bin auch ganz erstaunt darüber, Herr Kollege Abel, dass die Grünen sich hier an dieses Pult stellen und diesen Nachtragshaushalt durchpeitschen wollen, im insgesamt verkürzten Verfahren, wo doch wirklich namhafte Politiker, Gründungsmütter und Gründungsväter ihrer Partei, wie Claudia Roth, wie Cem Özdemir, Trittin, um nur einige zu nennen, so weit gehen, Ströbele, sagen, Verfassungsschutz ist ein blinder Fleck der Demokratie oder Forderungen wie Verfassungsschutz gehört in Bund und Ländern abgeschafft. Die Grünen in Niedersachsen haben das sogar in ihrem Grundsatzprogramm stehen. Ich bin einigermaßen erstaunt, wie zerrissen die Grünen zu sein scheinen, dort, wo sie mit in Regierungsverantwortung sind. Es ist nicht unbekannt, dass die Piraten bundesweit, wie aber auch im Lande Nordrhein-Westfalen, die Arbeit, die Aufstellung und Arbeit der Verfassungsschutzbehörden kritisieren. Und wir haben hier bei Einbringung des Nachtragshaushalts durch den Herrn Finanzminister Folgendes gehört, und zwar in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen. Der erste Satz, sinngemäß, ich habe das erste Vorabprotokoll jetzt nicht hier, er sprach von einer Sicherheitslage, die sich seit Dezember verändert habe. Diese mache dann Nachtragshaushalt notwendig. Der nächste Satz war, na ja, so sehr hat sich ja das nicht seit Dezember verändert, sondern die Erkenntnislage hat sich ab Dezember verändert im Hinblick auf die Möglichkeiten und die Bereitschaft bestimmter terroristisch organisierter und terroristischen Zielen folgenden Gruppierungen und Einzelpersonen. Man muss sich das mal vorstellen. Es ist also keine Sicherheitslage erst seitdem entstanden oder eine Bedrohungslage, sondern eine Bedrohungslage entsteht jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt ein terroristischer Anschlag stattfindet. Das müssen wir uns einfach mal hier vor Augen halten. Der Nachtragshaushalt ist, ich habe das bei der Einbringung in meiner Rede durchaus gesagt, und da stehe ich vor, so ein bisschen eine Stärkungs- und Imagekampagne für den, wie man hören durfte, angeschlagenen Innenminister des Landes. Der nun mal dazu. Ja, das sehen Sie anders, das glaube ich gerne, Herr Minister. Gleichzeitig wird hier eine Bedrohungslage als Popanz aufgebaut, um Defizite, strukturelle Defizite, zum Beispiel im Bereich der Polizei, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, zu beheben. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, es ist der FDP-Antrag, der so übertitelt ist, bei dem wir uns im Übrigen enthalten würden. Das hat aber eher haushalterische Gründe, weniger jetzt, was die inhaltliche Frage der Aufstockung der Polizei ist. Denn das ist auch eine wesentliche Forderung der Piratenfraktion, im Lande und des Landesverbands NRW. Die Stärkung des Verfassungsschutzes als Reaktion auf die Anschläge in Kopenhagen und Paris lehnen wir ab. Die Polizei leistet wichtige Arbeit in der Beobachtung und Verfolgung von verdächtigen Gefährdern. Und die Arbeit des Verfassungsschutzes geriet, wie wir wissen, und das ist ja auch Grund und Anlass zum Beispiel eines Untersuchungsausschusses hier im Landtag Nordrhein-Westfalen, die Arbeit des Verfassungsschutzes geriet wiederholt in die Kritik. Und wenn ich bedenke, was der Finanzminister hier am Pult gesagt hat, muss man sagen, die Erkenntnislage hat sich verbessert. Sie wird sich aber, die Sicherheitslage wird sich nicht durch 25 Leute mehr verbessern. Ganz sicherlich nicht, denn die Erkenntnislage hätte schon vorher bestanden, nur der Verfassungsschutz in dem Bestand, wie er im Dezember oder beziehungsweise auch in der Zeit davor war, ist offensichtlich nicht dazu in der Lage, die Bürgerinnen und Bürger des Landes in ausreichendem Maße präventiv zu schützen. Das kriegen Sie nicht durch 25 Stellen hin, und deswegen lehnen wir das ab. Der Nachteil ist überflüssig. Herr Lohn hat es schon gesagt. Es wäre dessen nicht notwendig gewesen. Die Verschiebungen innerhalb der Polizeidienststellen sind sowieso schon erfolgt. Es geht hier um Nachbesetzungsszenarien. Diese halten wir nicht für ausreichend. Die Sicherheitslage hat sich also nicht verändert, und die Frage der Prävention oder auch der resozialisierenden Eingriffe im Rahmen der Deradikalisierung, das ist ja ein Antrag von den regierungstragenden Fraktionen, über den wir gestern hier beraten haben, da ist nichts unterlegt. Sie hätten doch hier die Chance gehabt, in diesem Nachtragshaushalt das, was Sie hier ankündigen, an
Möglichkeiten, die Sie vielleicht mal in Betracht ziehen wollen, im Rahmen der Deradikalisierung mit einem Haushaltstitel schon mal zu unterlegen, um auch wirklich hier nicht nur Worte zu platzieren, sondern auch mal gleich die Taten folgen zu lassen. Denn das gehört zusammen. Stattdessen lesen wir in der Begründung zum Nachtragshaushalt, dass der Verfassungsschutz die Frage der Deradikalisierung in die Hand nehmen soll. Es tut mir furchtbar leid, aber das passt nicht. Es ist, wenn Sie sagen, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ist es aber jedenfalls, was wir im Übrigen sehr fragwürdig halten, darüber wurde ja hier schon was gesagt, halten wir es aber jedenfalls für notwendig, dass es eben eine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist. Und dazu dient zum Beispiel unser Änderungsantrag bezüglich des Haushalts. Wie gesagt, wir werden den Nachtragshaushalt ablehnen, den Antrag der FDP, dazu werden wir uns enthalten. Und da die CDU hinsichtlich ihres Antrags angekündigt hat, dass also eine Einzelabstimmung der drei Punkte möglich ist, werden wir uns teilweise ablehnend, teilweise bejahend verhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.